So, hallo zusammen mal wieder. Ich bin die Patricia. Ich bastel mit euch einen Silvesterschnappschuss oder für einen Silvesterschnappschuss ein Outfit. Dazu habe ich mal zum Beispiel einen Zylinder gemacht. Ihr kennt das, das sind auch Kameraequipment und eine Fliege und eine Augenmaske. Ich denke, die kommt immer ganz gut an. Das sind jetzt nur Beispiele. Ihr könnt alles machen. Ihr könnt eine Krawatte basteln, ihr könnt eine Champagnerflasche basteln, was auch immer, was ihr auf was ihr Lust habt. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal, was wir alles brauchen. Also ich fange mal an mit dem Uhu natürlich. Ein Uhu, eine Schere, ein Bleistift zum Anzeichnen. Was wir auch brauchen, das sind so Schaschlikspießchen. Da könnt ihr aber auch Bambusstäbe nehmen. Also was ihr könnt auch normalen Stock nehmen, wenn ihr nichts anderes zu Hause habt. Dann habe ich jetzt noch Pappe zum Draufzeichnen. Und ich habe jetzt Federn von Silvester noch alles Mögliche gefunden. Und auch so ein bisschen Glitzer. Das kann man auch überall kaufen. Das ist so Glitzerpulver. Und dann habe ich in meinen Sachen auch noch Pailletten gefunden. Da sind Paillettenstifte drin. Also wirklich alles hernehmen. Ihr könnt es auch, wenn ihr zu Hause irgendwas von letztes Jahr ein Kostüm findet, dann tut ihr das auseinanderschneiden, wenn da Pailletten drauf sind. Oder auch mit Spitze kann man auch eine tolle Brille machen. Also einfach mal zu Hause schauen, was ihr so findet. Dann starten wir mal. Ich nehme jetzt mal hier eine Pappe, da zeichne ich mir was drauf. Ja, zum Beispiel wir können auch jetzt, ich meine, das ist wirklich am einfachsten, wirklich, dann starten wir mal, denke ich mal, mit dem. So, dann nehme ich mir meine Pappe, ein Stück Pappe, zeichne mir irgendwas hier drauf. Die Fliege als Beispiel. Ich habe es jetzt schon vorbereitet, die schneide ich mir dann aus. Dann habe ich hier einfach Patex drauf gemacht. Also der Kleber kauft sich einen gescheiten, den braucht sie immer wieder und der hält dann einfach besser. Dann habe ich hier nee, das einfach mal eine Seite, damit es nicht zu schnell antrocknet. Und dann habe ich ganz tolle Pailletten. Aber wie gesagt, ihr könnt es alles nehmen. Ich habe jetzt diese genommen. Und habe die einfach so draufgeklebt. Was natürlich auch toll ausschaut, wenn ihr die so in Schicht wie bei einer Schuppe macht, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen schöner, weil das dichter ist, ne? Einfach so hintereinander. So, und das andere, das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Tun wir auch wieder Patex. Also wie gesagt, erst eine Seite anstreichen mit dem Uhu, weil sonst trocknet der zu schnell ein. Und dann die andere Seite. So. Und weiter geht's. So. Dann ist die Fliege eigentlich schon fertig. Hat sich eine untergemogelt. Ich habe da so eine Folie, damit ich nicht den ganzen Tisch verklebe, lege ich das jetzt darunter. Dann drehe ich diese um. Dann nehme ich mir so ein Stöckchen und das klebe ich mir genau in die Mitte hier hin. Ein bisschen drauf, damit es ein bisschen antrocknen lassen. Voilà, dann ist meine erste Fliege fertig. Dann machen wir als nächstes machen wir eine Brille. Ich meine, ich habe jetzt ganz tolle Federn hier noch gefunden, weil ich habe das mal bestellt. Aber ihr könnt es wirklich auch
alles Mögliche nehmen. Ihr könnt es auch mit Pailletten machen oder mit Stoff, mit Samt beziehen, ist auch sicherlich hübsch. Also, ja, da habe ich sie mir schon vorgezeichnet. Irgendeine Brille, ganz egal wie die ausschaut. Ihr könnt es auch ausdrucken am Computer, wenn ihr jetzt keine Brille zeichnen könnt. Ihr könnt aber einfach eine Brille, eine Sonnenbrille hernehmen als Vorlage. Dann wisst ihr auch so die Maße, wie groß die sein soll. Was auch immer gut ist, eine Nagelschere, da kann man besser die Rundungen schneiden. Aber wie gesagt, es muss nicht perfekt sein, weil wir bekleben es ja eh mit Federn. So, und dann nehme ich die Federn und klebe die einfach so außen rum. Ich meine, die sind wunderschön, deshalb lasse ich die hier vorne auslaufen, so, weil das natürlich nochmal einen schönen Schwung macht. Ich mache auch wieder Uhu drauf, auf meine Brille. Und vielleicht erst auch mal wieder nur eine Seite, weil das so schnell trocknet. Lassen wir es kurz mal trocknen. Tun wir das mal schnell weg hier. So, jetzt gehe ich hin, drehe das um und dann mache ich mir, hole ich mir wieder den Stoff und klebe den da dran. Der hat jetzt hier die Spitze, die schneide ich ab, damit ich mich nicht verletze. Das reicht. Da klebt die dann da oben hin. Wenn ihr kein Patex habt, dann könnt ihr es auch mit Tesa kleben. Aber so ein Patex ist halt wirklich ein bisschen besser. Weil da ist es so sehr filigran. Oder da hat man nicht so viel Platz mit dem Tesa. Bei dem kann man es jetzt locker mit Tesa auch kleben oder auch bei dem Hut, da geht es auch bei dem Zylinder. So, schaut's her. Schaut doch süß aus. So, und dann machen wir noch zusammen den Zylinder. Genau, dann nehme ich mir die Pappe und ich meine, im Endeffekt ist es ja nicht so schwer, einen Zylinder zu malen. Ihr braucht ja nur so grob die Form. So, und dann macht er hier unten einen Strich. Und da muss ja nicht genauso sein. Und dann macht er hier so einen Bogen. Zack. Und da so einen Bogen. Und fertig ist der Zylinder. So, das ist euer Zylinder, also einfach wieder Uhu drauf und der Streu drauf und schon ist der Zylinder fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Patricia. Und tschüss!